Hallo und herzlich willkommen. Ich grüße euch zu einem Wetterextra. Wir schauen natürlich auf die nächsten Tage, wie es weitergeht, denn eine Wetterumstellung wird kommen. Momentan ist es ja noch recht kalt in Deutschland. Nachts gibt es häufiger Frost. Ihr seht, die Sonne scheint, die Blätter rieseln hier. Und wir befinden uns ja mitten im medialen Wintereinbruch. Aber dazu jetzt nichts mehr zu dem Thema. Das ist durch, denn die Wetterumstellung wird kommen. Milde Luft zum Wochenende. Zunächst mal aber in der Nacht zum Donnerstag auch nochmal frostig, besonders so im großen Norden und im Osten. Da wird es am kältesten. Und dann am Donnerstag tagsüber steht uns nochmal vielerorts dieses ruhige, sonnige Herbstwetter bevor. Dichtere Wolken noch so nach äußersten Südwesten und Süden und auch so einige Nebelfelder im Osten, die sich auch mal etwas zäher halten können. Ansonsten aber kommt die Umstellung dann erst zum Freitag. Die Nacht zum Freitag, da blicken wir aber auch noch mal drauf, denn da wird es noch mal wahrscheinlich einen Frosthöhepunkt geben im Osten, durchaus auch mal unter minus 5 Grad, wie wir hier auf der Karte mit den Tiefstwerten sehen. Am Freitag tagsüber, da kommt aber die Umstellung, wir sehen Regen, einer Warmfront kommt dann am Freitag von Westen herein, am längsten trocken und wahrscheinlich bis in den Abend trocken bleibt es dann noch so im äußersten Osten. Hier dann also noch dieses frische Herbstwetter und etwas macht sich schon eine leichte Milderung dann im Westen und im Südwesten bemerkbar. Was passiert dann Richtung Wochenende? Wir sehen die Wetterlage, dieses Hochdruckgebiet, was ja in weiten Teilen Deutschlands das Wetter bestimmt, zieht sich nach Osten zurück, schwächt sich ab und dann kommt ein Tiefdruckgebiet, was von Westen vom Atlantik sich langsam Deutschland nähert bzw. uns dann auf die Pelle rückt und das Wetter am Wochenende bestimmen wird. Damit kommt aber auch aus Südwesten deutlich mildere Luft, vor allem die Nächte werden nicht mehr frostig werden, die werden auch deutlich milder. Und blicken wir mal auf den Samstag jetzt, da sehen wir, dass es insgesamt wechselhaftes Wetter gibt. Es zieht besonders vormittags noch häufiger Regen durch, nachmittags von Westen und Südwesten dann doch größere sonnige Lücken und auch eben noch einzelne Schauer, aber zwischendurch auch länger trocken dann eben. Und die Temperaturen, wir sehen, es zieht deutlich an. Häufig werden die Temperaturen dann eben bei so 15 bis 18 Grad liegen und örtlich, vor allem so Richtung Süden eben, wo so von den Alpen ein bisschen Föhn mit ins Spiel kommt, auch so nördlich der Mittelgebirge, kann es sein, dass wir hier und da mal die 20 knacken, aber eine verbreitete 20er Angelegenheit wird das eher nicht werden, aber dennoch eben eine deutliche Milderung zu den Temperaturen, die wir jetzt eben im Moment haben, die Wetterumstellung, die wird kommen. Wie sieht es dann Richtung Sonntag aus? So weit will ich eigentlich noch gar nicht schauen, aber es könnte interessant werden. Wir sehen hier mal zwei verschiedene Luftdruckkarten aus zwei verschiedenen Wettermodellen und da sehen wir ganz gut, dass sich möglicherweise am Rande dieses wetterbestimmenden Tiefdruckkomplexes Randtiefs entwickeln und die könnten dann eben auch Sturm bringen, vor allem so nach Westen und Südwesten hin. Ist immer mal wieder in den Wettermodellen was drin in Sachen Sturm, aber einheitlich ist das Ganze noch nicht, also noch viel zu unsicher. Ihr könnt mal die Windböenkarten vergleichen, schaut einfach hin und wieder mal rein. Da gibt es ja so alle 6 Stunden neue Berechnungen. Den Link stelle ich euch mal hier oben rein, ob sich da was in Sachen Sturm am Sonntag tun wird. Da schauen wir dann in den nächsten Tagen natürlich noch genauer drauf. Ich wünsche euch erstmal eine gute Restwoche. Nächstes Video kommt ja bald schon wieder hier. Abonniert unseren Kanal. Bis dann und ciao.